Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Frage, ob in einer Verknüpfungsschaltung der Inverter vom Ausgang weggenommen werden darf und stattdessen die Eingänge invertiert werden, ohne dass sich am Verhalten der Schaltung etwas ändert. Wir sehen hier zwei Schaltungen, bei denen das passiert ist. Hier habe ich den Inverter am Ausgang. Hier ist der Inverter vom Ausgang entfernt worden, stattdessen sind die beiden Eingänge invertiert. Diese Verknüpfungsschaltung ist die NAND-Verknüpfung. Wir sehen hier die Wahrheitstabelle. Bei der NAND-Verknüpfung ist es so, dass bereits, wenn eine 0 am Eingang steht, der interne Ausgang, wenn ich so will, der Unverknüpfung 0 ist und der dann zwangsläufig zu einer 1 invertiert wird. Das heißt, eine 0 am Eingang reicht, damit der Ausgang 1 ist. Sind beide Eingänge 1, so habe ich hier intern eine 1 stehen, die zu einer 0 invertiert wird. Und damit ist diese Wahrheitstabelle erfüllt. Wir sehen hier die entsprechende Funktionsgleichung. Bei der anderen Schaltung, bei der ja der Inverter vom Ausgang entfernt worden ist und stattdessen die Eingänge invertiert wurden, ist es so, dass mit einer 1 am Eingang bereits eine 0 an dieser Unverknüpfung steht und eine 0 an einer Unverknüpfung reicht aus, damit eine 0 am Ausgang steht. Das heißt, eine 1 am Eingang reicht für eine 0 am Ausgang. Sind beide Eingänge 0, so ist das intern so, dass hier zwei Einsen stehen, die zu einer 1 unverknüpft werden, sodass eben hier oben die 1 herauskommt. Wir sehen, die Ergebnisse dieser Verknüpfung sind unterschiedlich. Hier sehen wir die entsprechende Schaltfunktion. Es ist also nicht so, dass diese beiden Schaltfunktionen gleich sind. Indem ich den Inverter vom Ausgang auf die Eingänge herunterbreche, so wie das hier geschehen ist, hier werden ja die Eingänge invertiert, bevor die Verknüpfung durchgeführt wird, ändert sich das Verhalten der Schaltung und somit sind diese beiden Funktionen ungleich. Damit kommen wir zum Gesetz von De Morgan. Wir sehen hier auf der linken Seite wieder die NAND-Verknüpfung wie zuvor. Natürlich mit der gleichen Wahrheitstabelle und mit der gleichen Schaltfunktion. Auf der rechten Seite sehen wir, dass der Inverter wieder vom Ausgang entfernt wurde und stattdessen die Eingänge invertiert wurden. Es wurde darüber hinaus allerdings auch noch aus dem UND-Operator ein ODER-Operator gemacht. Sobald nun an einem dieser beiden Eingänge eine 0 auftaucht, ist einer der internen Eingänge dieser ODER-Verknüpfung 1 und das reicht bereits aus, damit eine 1 am Ausgang steht. Also eine 0 am Eingang, egal an welcher Stelle, reicht aus, damit eine 1 am Ausgang steht. Sind beide Eingänge 1, so habe ich hier intern in dieser ODER-Verknüpfung jeweils eine 0 stehen. Zwei Nullen werden ODER verknüpft zu einer 0. Und somit habe ich an dieser Stelle die gleiche Funktion wie in dieser Schaltung. Wird also der Inverter vom Ausgang entfernt und stattdessen auf die Eingänge gesetzt und der Operator von UND auf ODER getauscht, so ist die Funktion gleich. Das drückt sich in diesem Satz konkret für dieses Beispiel aus. Negiert man statt des Ausgangs alle Eingänge und ändert die UND-Verknüpfung in eine ODER-Verknüpfung, so ändert sich das Verhalten nicht. Allgemeiner kann man sagen, das Verhalten der Schaltung bleibt gleich, wenn man die Inverter von der einen zur anderen Seite verschiebt und UND zu ODER macht bzw. ODER zu UND. Ausgehend von dieser Verknüpfungsschaltung kann man natürlich auch die Inverter von dem Eingang entfernen und auf den Ausgang verschieben und muss dabei natürlich auch wieder den Operator vertauschen, in diesem Fall von ODER auf UND. Und das kann man eben, wie hier dargestellt, ganz allgemein so ausdrücken. Das ist die Aussage von De Morgan ganz allgemein ausgedrückt. Dieses Gesetz kann an vielen Stellen nutzbringend eingesetzt werden, darauf gehe ich hier allerdings nicht näher ein. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen das Gesetz von De Morgan näher bringen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und natürlich noch mehr über ein Abo und vor allem danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.